Vereinbarkeit Beruf und Familie in der Salzburg AG. Mittlerweile hat der 6. Babybrunch stattgefunden. Wir stellen Ihnen ein Innovationsprojekt der Salzburg AG vor, das sich gerade in der Testphase befindet. Und der Tag der Lehre kommt auch immer näher. Alle Informationen dazu in Kürze. Und das sind die Themen. Wenn in der Salzburger AG die Luftballone fliegen, dann ist ein ganz besonderer Tag, denn regelmäßig findet hier bei uns der sogenannte Babybrunch statt. Mittlerweile eine Institution, was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie betrifft. Die Salzburger AG setzt als familienfreundliches Unternehmen auf Maßnahmen, die das Arbeits- und Familienleben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Gleichgewicht bringt. Eine dieser Maßnahmen ist der Babybrunch, der zum 6. Mal stattfand. Ziel ist es, mit karenzierten Kolleginnen und Kollegen als Arbeitgeber weiter in Kontakt zu bleiben. Ich finde es total nett, dass wir da wieder mal kommen dürfen. Da sieht man, was sich verändert hat. Ich war jetzt doch schon fast ein Jahr nicht mehr in der Firma erinnern. Und besuche aber eigentlich das dritte Mal schon den Babybrunch, weil ich nur zwei ältere Söhne habe. Und ich finde es auch nett, dass man die Möglichkeit hat, dass man mit einem Personalreferenten sprechen kann. Ich bin das erste Mal dabei und habe eben beide Kinder heute mit, die Marlene und der Matthias. Und finde es deswegen auch so spannend, weil die Kinder einmal sehen, was die Mama eigentlich so arbeitet und wo sie eigentlich so arbeitet. Wie das ist. Ich finde das voll nett organisiert und voll nett gemacht. Für Mütter und Väter, die in Karenz sind, ist es besonders wichtig, dass die Salzburger Genen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht. Sind das ja auch meist die beiden größten und wichtigsten Lebensbereiche eines Menschen. Der Babybrunch, glaube ich, ist mittlerweile schon eine sehr gut angenommene Einrichtung, wo viele Mütter, wo viele Väter auch mit ihren Kindern kommen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil auch unserer Kultur, unserer Unternehmenskultur, dass wir eben hier ganz großen Wert legen, auch auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Daher ist dieser Babybrunch für uns ein ganz wichtiges Thema und ich freue mich, dass auch bei den Müttern und bei den Vätern so gut angenommen wird. Es war schon eine große Vorbereitung, einfach alles mal alle einladen, Termine mit den Personalreferenten vereinbaren, dass die Mitarbeiterinnen wieder ins Gespräch kommen und da den Raum gestalten, aber das war eigentlich eine spaßige Aufgabe. Der Babybrunch findet übrigens regelmäßig statt und nach dem Babybrunch ist vor dem Babybrunch und jetzt heißt es mal wieder alles in Ordnung zu bringen. Ein weiteres innovatives Pilotprojekt der Salzburg AG, das sich gerade in der Proof-of-Market-Phase, also in der Testphase befindet, ist die sogenannte MyFlexbox. Das intelligente Schließfach könnte das Portfolio des Unternehmens um ein weiteres Service erweitern. Der Online-Markt boomt, doch die Zustellung der Pakete stellt Lieferfirmen und Empfänger vor immer größere Herausforderungen. Eine für beide Seiten zeitunabhängige Lösung kann zukünftig der Smart Locker sein. Mit dem Smart Locker der Salzburger AG, genannt MyFlexbox, betritt das Salzburger Energieunternehmen neue Pfade abseits des Kerngeschäfts. MyFlexbox ist ein Smart Locker, der es ermöglicht, anbieterunabhängige Pakete zu übergeben. Das heißt, bei uns können alle Anbieter, alle Paketdienstleister, die Post, die DHL, die DPD, können alle bei unserer MyFlexbox einlagern und der Kunde hat die Möglichkeit, zeitunabhängig und flexibel seine Pakete abzuholen. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. So zum Beispiel nutzt die Salzburger Einkaufsgemeinschaft Fair Apples den Service der Salzburger AG. Beheimatet im Süden von Salzburg bedient Sabine Wiesinger ihre Kunden im Norden mit Hilfe der MyFlexbox in der Bayerhammerstraße. Die eingegangenen Online-Bestellungen werden dort von ihr hinterlegt. Der Kunde kann seine bestellten Waren dann zeitlich unabhängig abholen. Ein Warenaustausch, der für beide Seiten Vorteile bietet. Die Flexbox bietet uns die Möglichkeit, auch Kunden, die weiter weg sind, von uns anzusprechen. Es ist für uns ein einfaches, flexibles System. Es ist leicht zu bedienen, sowohl für uns als auch für die Kunden. Ich kann mir einteilen, wann ich die Flexbox beliefern, bin nicht abhängig von irgendeinem Stau in der Stadt, von schwierigen Zeiten. Und die Kunden können auch wählen, wann sie kommen. Also das ist ein großer Vorteil für uns. Die Adressierung der MyFlexbox ist einfach. Nach einer einmaligen Anmeldung bei myflexbox.at wird ein Account erstellt. Danach wird in der Online-Bestellung einfach in der Lieferadresse zusätzlich MyFlexbox inklusive ID angeführt. Somit weiß das Lieferunternehmen, wo das Paket deponiert werden soll. Ist das Paket eingelangt, erhält der Empfänger eine Benachrichtigung per E-Mail oder SMS.
Also wir wollen, dass es so weit geht, dass der DHL-Paketbote gar nicht mehr zu dem Kunden nach Hause fährt, sondern grundsätzlich alles nicht mehr Flexbox liefert und dass der Kunde auch von sich aus sagt, ich möchte sowieso alles nicht mehr Flexbox haben. Und so ist es schon in vielen anderen Ländern, dass die Smart Locker Zustellart die erst präferierte ist. Und alles andere ist eigentlich danach eher schon oldschool bzw. umständlich. Aber nicht nur externe Einsatzmöglichkeiten bietet die MyFlexbox. Auch betriebsintern eröffnet das intelligente Schließfachsystem zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Vom Hinterlegen der Schlüssel der Firmenfahrzeuge über interne Pakete bis hin zu defekten Laptops ist alles möglich. Die MyFlexbox ist ein Innovationsprojekt der Salzburger AG und wir sind gerade im Proof of Market. Das heißt, wir haben jetzt das Produkt entwickelt, wir haben jetzt die ersten Kunden und wir schauen jetzt einfach, dass wir wirklich das Produkt so am Markt platzieren, dass wir da von dort an skalieren können und das Produkt wirklich groß machen können. Die MyFlexbox ist für normale Kunden kostenlos nutzbar. Bei Heavy-Usern mit täglichen Paketen wird eine Flatrate angedacht. Mit der MyFlexbox steht somit der smarten Paketübergabe zukünftig nichts mehr im Wege. Die Salzburger als einer der größten Arbeitgeber im Land Salzburg setzt schon seit längerem auf Frauen in technischen Berufen. Wir haben diesbezüglich Verena Petro einen Tag begleitet und eines vorweg, sie ist bösen Buben auf der Spur. Ich habe mich schon sehr früh für eine technische Ausbildung entschieden und habe nach 4 Jahren Mädchengymnasium an die HTL in Salzburg gewechselt, und zwar den Zweig Nachrichtentechnik und Elektronik. Und mir war das damals auch wichtig, recht schnell ins Berufsleben einzusteigen. Das heißt, nach der Matura habe ich mir sofort einen Job gesucht und habe dann nur berufsbegleitend an der FH Salzburg Telekommunikationstechnik und Systeme studiert. Mein Name ist Verena Petro. Ich bin im Bereich Technische Services bei der Salzburger AG als Informationssicherheits- und Abteilungskoordinator tätig. Wir haben sehr nette und teamfähige Kollegen. Für mich sind sie einzigartig. Also ich schätze sehr die Kombination aus technischer Expertise, ausgeprägtem Individualismus, aber auch sehr starke Teamfähigkeit. Also prinzipiell beginnt der Arbeitstag einmal mit einer Tasse Kaffee und ich schaue mir dann die aktuellen Security-Themen an, was ist wichtig, wer könnte welche Informationen brauchen. Und der Tag gestaltet sich dann so, dass entweder die Maßnahmen, die abgeleitet werden, umgesetzt werden oder halt irgendwelche Störungen, die aufpoppen, die man halt dann direkt behandeln muss. Probleme erkennt man die Monitoring-Systeme sehr einfach visuell durch eine optische Kennzeichnung, dass irgendwo zum Beispiel das rot wird, dass man sagt, okay, da muss ich jetzt hinschauen und um das Problem muss ich mich kümmern. Was dann die Ursache des Problems ist, das muss man dann sehr individuell feststellen und suchen und recherchieren, weil in der Regel ist es so, dass jetzt die Recherche wesentlich länger dauert als die Behebung des eigentlichen Problems, und damit das Ganze dann auch wieder ordnungsgemäß läuft und die Funktion wiederhergestellt ist. Prinzipiell ist es natürlich so, dass die Cyberattacken weltweit stetig steigen. Die Statistiken spiegeln das auch wider. Also momentan würde ich sagen, so die gängigen Methoden wie Phishing, Ransomware oder Social Engineering sind so die häufigsten, wo die Hacker versuchen, sensible Informationen zu ergattern oder Schadsoftware zu verteilen. Prinzipiell ist der Tenor mittlerweile, jeder wird gehackt. Der Fokus liegt hier stark auf dem Faktor Zeit. Also wie schnell wird es erkannt und wie schnell werden Gegenmaßnahmen eingeleitet. Wir haben natürlich im Unternehmen sehr viele verschiedene Service-Hotlines und Mitarbeiter, die Support liefern. In unserem Fall, in der Netzwerktechnik, ist die Fehlermeldung eigentlich immer gleich, das Internet geht nicht. Und das Spannende daran ist einfach dann rauszufinden, naja, warum geht das Internet nicht? Und man hat natürlich als Kommunikation nur die Telefonverbindung. Für mich ist der Job wichtig, weil ich der Meinung bin, Cybersecurity ist wichtig und wird immer wichtiger. Und vor allem ist es auch ein Thema, wo wir alle zusammenhalten müssen. Und die Salzburger AG bietet auch ein sehr umfangreiches Spektrum an Technologien und Weiterentwicklungsmöglichkeiten, wo man dann seine Zukunft verwirklichen kann. Immer wieder passiert es, dass der Stromverbrauch von einem auf das andere Jahr rasant nach oben geht. Wenn das passiert, ist es ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt. Und aus diesem Grund sollten Sie die Stromrechnung immer kontrollieren. Aber jetzt alles der Reihe nach. Also es war so, dass wir die Jahresabrechnung gekriegt haben im Februar und wie fast der Schlag getroffen hat, weil es einfach wirklich so hoch war und ich mir dann gedacht habe, wo dieser Mehrverbrauch herkommt. Und ich das dann eigentlich meinem Mann in die Schuhe geschoben habe, weil wir ein neues Aquarium gekriegt haben vor 2 Jahren. Und das ist 1,60 Meter lang, hat 2 Pumpen, hat eine Beleuchtung, die ein ganzes Jahr läuft, hat natürlich auch eine Heizung, die ein ganzes Jahr läuft.
Und ich dann gesagt habe, das ist sicher das Aquarium. Und er mir dann gesagt hat, nein, das ist sicher dein Pool im Garten, weil du hast auch eine Pumpe und die läuft genauso, das braucht genauso viel. Und es ist dann eigentlich in einer Challenge ausgeartet, die ich gewinnen wollte, indem ich sage, mein Pool ist billiger. Und deshalb habe ich bei der Salzburger AG angerufen und es ist ein Energieberater zu uns ins Haus gekommen und hat vor Ort die Energieberatung gemacht. Den Ausgang der Challenge, den darf ich etwas später verraten. Ich möchte Ihnen heute aber auch weitere Gefahren oder Chancen für einen Mehrverbrauch, für einen unnötigen Mehrverbrauch zeigen. Eine der Möglichkeiten sind Fenster und Türen, undichte Fenster und Türen. Hier kann sehr viel Wärme entweichen, was nicht sein muss. Was kann man tun? Fenster abdichten, hier gibt es von der Salzburger AG eine Aktion, die den Kunden dabei hilft finanziell, oder im Fenster und Türen, wenn es ist, auch tauschen. Und das Licht ist eine weitere Möglichkeit, Strom zu sparen oder unnötig Strom zu brauchen. Glühlampen sind wirklich nicht mehr der Stand der Dinge, sondern LED. Sie sollten überall im Haushalt eingesetzt werden. Außerdem sollte man Licht nur dann verwenden, wenn man es braucht, also nicht dauerbeleuchtete Gänge, wo sich keiner bewegt. Neben dem Licht gibt es auch sogenannte Bereitschaftsverluste von Fernsehern, von Computern, von Druckern und Faxen. Hier kann man sehr viel Energie verschwenden oder eben durch die Verwendung einer einfachen Steckerleiste mit Schalter sehr viel Energie sparen. Zurück in der Küche gibt es natürlich noch reichlich Möglichkeit, Energie zu sparen. Die Haushaltsgeräte, sei es ein E-Herd oder auch ein Kühlschrank. Hier gibt es die Möglichkeit, wenn die Geräte sehr alt sind, dass sie Energiefresser werden. Unsere Empfehlung: kurz messen, was der Stromverbrauch ist, und dann ist oft das Ergebnis tauschen. Denn neue, hocheffiziente Geräte kommen locker mit einem Drittel der Energie aus. Also bei der Energieberatung ist dann rausgekommen, dass man natürlich auf einige Sachen achten kann. Wir haben im Haus schon sämtliche Glühlampen auf LED-Lampen getauscht. Ich habe zum Beispiel einen ganz alten Gefrierschrank gehabt, den habe ich schon ausgetauscht auf ein neues Gerät, auf ein energieeffizientes. Ich habe mir hochwertiges Geschirr gekauft. Ja, eigentlich solche Sachen. Und ich habe jetzt geschaut, dass wir diese ganzen Standby-Sachen, die wir im Haus wirklich gehabt haben, von Drucker bis Fernseher, also dass wir wirklich Steckerleisten kaufen. Kommen wir jetzt zurück zur Auflösung unserer Challenge Aquarium und Pool. In diesem Falle hier, in diesem Haus, ist das Aquarium der größere Energieverbraucher. Warum? Ein Aquarium hat natürlich Heizung, Licht und auch eine Pumpe, die alle Strom benötigen. Es ist aber auch eine Frage der Größe des Aquariums bzw. der Größe des Pools. Also es heißt nicht immer, das Aquarium verliert, aber hier war das Aquarium klar der höhere Energieverbraucher. Und es hat meinen Mann sehr geärgert und es hat mich sehr gefreut, dass ich das letzte Wort gehabt habe und die Challenge gewonnen habe. Die Salzburg AG ist einer der wichtigsten und größten Lehrlingsausbildner im Bundesland Salzburg. Und aus diesem Grund veranstalten wir für alle Interessierten den sogenannten Tag der Lehre. Dieser findet heuer am Freitag, den 15. und am Samstag, den 16. November bei uns statt. Die Salzburg AG hat schnelles Internet und Kabel-TV, dass das auch so bleibt. Dafür ist Georg zuständig, unser Lehrling. Und wie es ihm dabei geht, schauen wir uns jetzt an. Moin Georg. Moin. Wie geht's da? Ja, mir geht's super. Was machst du denn da? Ich schaue gerade, ob die Signalqualität am Fernseher passt, dass der Fernseher optimal laufen kann. Aha, und wie heißt dein Lehrberuf? Elektronik, Kommunikationselektronik. Wie schaut denn so dein Arbeitsalltag aus? Ja, wir sind viel bei den Kunden unterwegs und in letzter Zeit bauen wir jetzt voll die Netze aus, dass wir ein gutes Internet haben. Und da sind wir natürlich mit unserem Beruf an vorderster Front dabei und wirken voll mit, dass das Internet allweil schneller wird. Wie geht's dir da mit den Arbeitskollegen? Ja, die Arbeitskollegen sind voll nett, mit denen verstehen wir auch voll gut. Und ja, kann man eigentlich nichts sagen gegen. Zwischendurch habt ihr auch eine Lehrwerkstätte, habe ich gehört? Ja, wir haben eine neue Lehrwerkstätte gekriegt. Die ist voll schön, haben sie ein wenig umgebaut. Und da bereiten uns unsere Lehrlingsausbildner optimal für die Berufsschule vor. Und wenn wir in der Schule gut sind, dann kriegen wir natürlich auch eine Prämie dafür. Du, ich will dich gar nicht weiter stören. Ich wünsche dir einen schönen Tag und danke dir. Gell? Ciao. Ciao für dich. Für dich.
Alle Informationen zur Sendung finden Sie natürlich auch im Internet unter www.salzburg-ag.at. Und weil wir gerade beim Internet sind, die Salzburg AG ist laut PC-Magazin bester regionaler Internetanbieter. Aus diesem Grund gibt es den Testsiegerbonus bei uns. Alle Neukunden bekommen ab sofort 6 plus 2 Monate gratis Internet und TV. Und wenn Sie schon Internetkunde der Salzburger sind, bekommen Sie schnelleres Internet zum gleichen Preis. Viele Seiten der Salzburger Lebensqualität haben ihren Ursprung in der Salzburg AG. Wo sauberer Strom fließt und wo Wärme weiterdenkt. Wo Mobilität jedes Ziel erreicht. Wo ein ganzes Land vernetzt ist. Alles für zufriedene Kunden und alles aus einer Hand. Salzburg AG, wo Zukunft ins Leben kommt.